Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einem neuen Run The Binding of Isaac Rebirth. Im harten Modus mit mir, dem guten Revilem. Jetzt muss ich bloß sagen, ich habe gerade eben schon einen Run angefangen mit, wie heißt er gleich? Eden, der neue Charakter, genau. Und der ist relativ gut und ich will jetzt auch nicht unbedingt den beenden müssen, weil da hatten wir ja, glaube ich, nur diese Tokens, diese begrenzte Anzahl. Aber keine Sorge, ich habe nur einen Raum hier erkundet. Da seht ihr die Seed und unsere Werte gleich. Schaut mal, wir haben relativ viel Schaden. Sehr geil. Wir haben nur 2 Soul Hearts, also das ist ein bisschen merkwürdig. Aber wir haben am Anfang eben diesen Crystal Ball bekommen. Und ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob das manchmal ist oder ob das immer ist, haben wir den Karteneffekt, falls wir das auf dem Floor eben benutzen und der Schaden ist richtig hart. Sehr geil. Also ich habe es eingesetzt und habe The Moon bekommen. The Moon bringt uns ja bekannterweise in den Secret Room. Mal sehen, ob ich das einsetzen werde oder ob ich vielleicht eine Bombe finde und die dann einsetze. Wer weiß, meine Freunde. Ich weiß es nicht. Aber ich muss sagen, alter Schwede, das oh nein, Soul hat verkackt. Der Schaden ist richtig gut. Also das finde ich ziemlich cool. Das ist auch das Interessante an dem Charakter, weil ihr kriegt halt random Stats und dann auch noch ein random Item einfach so geschenkt. Sehr geil. Also klar, ihr kriegt dann halt auch so oft irgendwie die Scheiß-Stats, die halt überhaupt nichts können. Und ich meine, ja, 2 Soul Hearts einfach nur als Leben ist halt auch nicht so gut. Aber ansonsten, das war das Item, was uns große, starke Dinger gibt, ne? Proptosis. Okay, Short Range Megatiers. Gut, dann schauen wir mal ganz kurz. Ja, sind wir jetzt auch langsamer geworden? Ich habe ein bisschen so das Gefühl, dass wir jetzt langsamer. Ja gut, wir sehen natürlich mega derpig aus, aber oh, der Schaden ist gut. Der Schaden ist gut. Sehr gut. Wir sind jetzt halt im Prinzip effektiv zum Melee-Charakter geworden. Ah, das ist halt so, ne? Was willst du machen? Hier noch die 2 Zombies auseinandergenommen und das ist, glaube ich, ein Bombenzombie. Oh, das hätte ich schlauer machen können. Egal. Bombe. Gut. Ich werde die jetzt mal nicht einsetzen. Ich gehe jetzt erstmal hier hin, genau. Okay. Warum nicht? Ich meine, ein bisschen Geld ist okay. Hat uns effektiv nichts gekostet und ich glaube, ich werde das Ding jetzt nochmal einsetzen. Ja, weil dann... Oh mein Gott. Scheiße. Ich muss echt das Ding mal umsetzen. Justice. Direkt einsetzen hier. Die Tasten. Duke of Lies. Okay. Ja, relativ easy, Boss. Ich meine, vor allem, wenn wir so Megatiers haben, schon mal wieder down geht. Gar kein Thema. Wir kriegen Leben. Das habe ich sehr gebraucht. Und wir gehen in den nächsten Floor. Oh ja, und ich werde jetzt mal was versuchen. Und zwar diese Uhr da, die uns anzeigt, dass sie vor uns oder nach uns ist. Ich werde jetzt mal versuchen, hier zu überbieten, also im Sinne von schneller zu sein. Weil das wurde mir ja auch schon mal geschrieben in den Kommentaren. Und mal sehen, was da passiert. Ich schätze mal, dass das ein neues Feature ist von dem Spiel. Und ich weiß es aber noch nicht. Oh, was war das? Was ist denn das? Cancer! HP up und you feel protected. Also HP up im Sinne von, wir haben 2 Soul Hearts bekommen. Und wir fühlen uns protected. Also haben wir jetzt, nehmen wir weniger Schaden? Muss ja sein. Okay, hier sind keine Tinted Rocks. In die Arcade werde ich jetzt auch nicht gehen, weil das kostet mich einfach nur zu viel Zeit. Okay. Ja, die Boys, die sind auch kein Problem jetzt. Ich meine, wir machen den Mörderschaden. Und der Base Damage von 3 ist schon sehr gut. Also sehr, sehr gut. Gut, wir haben halt wenig Leben gehabt, aber ich meine, ja, ja, Leute. Okay, hier kann ich, glaube ich, auch nicht viel mit Explosivzeug machen. Das ist auch ein grüner Gegner. Ah, der explodiert auch. Also alle dunklen Gegner, merke ich mir einfach mal, explodieren. Okay, hier auch kein Thema. Oh, die Batterie, die hebe ich mir natürlich auf. Bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dieses... genau, nach dem Bossfight. Weil dann kann ich das Ding direkt einsetzen und dann mit der Batterie auffüllen, was natürlich sehr praktisch ist. Dann kann ich es im nächsten Floor direkt einsetzen und dann vielleicht den Karteneffekt haben. Wer weiß das schon so genau? Und diese Tiers, Leute. Diese Tränen, die machen einen Mörderschaden. Kriegen wir einen Deal? Okay, Tiers up und Shotspeed up. Ne, nur Shotspeed up. The Joker. Sehr gut, Leute. Sehr, sehr gut. Horror of Babylon. Ah, ich weiß nicht, soll ich es nehmen? Ich muss ja schon fast, ne? Ja, komm, wir nehmen's. Und wir haben Krampus unlocked. Cool, wahrscheinlich, weil wir einfach so viele Devil Rooms hier genommen haben. Wir haben jetzt also nochmal verstärkte Tiers, weil wir halt kein rotes Herz haben. Ich setze jetzt das... Willst du mich verarschen?
wie setzt dieses Ding ein? Krieg nochmal ins Bild an. Also, ich verschwende gerade die Bomben wirklich übertrieben. Alter, also ich glaube echt, was ist denn das? Bin ich wirklich so dran gewöhnt, dass an der linken Seite das... Ich meine, ich habe ja noch nicht davor irgendwie Isaac mit Controller gespielt. Warum setze ich dann immer Bomben ein, wenn ich das... Das ist schon sehr bizarr. Okay, und die, dass die Spinnen da auch rumsitzen, ist auch sehr merkwürdig. Okay. Aber naja, ich hoffe einfach mal, dass die Bomben jetzt nicht wirklich den großen Unterschied machen. Auch wenn sie es wahrscheinlich tun werden. Und Walking Tomatoes. Kein Problem. Oh, und direkt zum Boss. Sehr gut, Leute. Sehr gut. Ach du Scheiße, da ist einer von den Laser Boys. Da ist einer von den Laser Boys. Den will ich am besten direkt auseinandernehmen. Und man merkt den Unterschied, sieht man... Ah doch, der eine hatte diese Made im Kopf. Sehr, sehr lecker. Okay, wir setzen natürlich jetzt diesen Boy ein. Kriegen Wheel of Fortune. Warum setzen wir es nicht gleich ein? Ich meine, den Item Room sollte ich schon suchen, oder? Was sagt ihr, meine Freunde? Was sagt ihr? Wirklich? Kann es sein, dass das unser Luck... Ich glaube, ich hatte es wirklich noch nie, dass ich achtmal hintereinander bei Isaac nichts bekommen habe. Nichts. Nichts. Ich meine, nicht mal eine Münze. Oh, das war aber auch so close. Was kriegen wir für eine Pille? Hoffentlich Speed und Size Down. Oh, interessant. Cool. Hoffentlich nicht Telepilz. Health Up. Oh mein Gott, sehr gut. Das ist sehr delicia. Wir traden vermutlich. Ja, easy. Sogar gegen Dankbam. Und ich überlege gerade noch, ob ich meine... Kann ich das überhaupt traden? Das wäre auch mal interessant, das rauszufinden. Aber ich habe irgendwie das ungünstige Gefühl, dass wenn ich das einsammle, dass ich dann sterbe. Aber macht das mir was aus? Macht das mir was? Ich lasse es jetzt einfach mal sein. Vielleicht kriegen wir ja noch ein Herz und zufälligerweise ist das Ding noch offen. Kann ja alles sein. Da komme ich leider auch nicht ran. Keine Bombe da. Keine Bombe. Genau. Machst du am besten noch deinen Freund kaputt. Nicht, dass es den jucken würde. Mal ganz kurz schauen. 6 Minuten 40. Hey, wir sind relativ schnell. Ich glaube, jetzt sind wir noch nicht mal normalerweise mit dem Basement fertig. Aber wo ich mir jetzt gerade hier das Skippen so vorgenommen habe, machen wir das einfach mal so. So, wir hoffen natürlich, dass wir hier möglichst viel... Oh, wir, stimmt ja, durch dass wir den Ball... also den Ball. Den Ball, ja, genau, den Ball. Die Wahrsagekugel oder was auch immer, wie man das Ding auch nennen will, eben eingesetzt haben, sehen wir ja die Karte jetzt. Übrigens sehr geil. Das ist sehr praktisch, Leute. Das ist sehr praktisch. Und deswegen wissen wir jetzt auch, dass der Itemraum da oben ist. Nicht, dass wir es nicht schleunigst herausgefunden hätten, aber ich meine, schon praktisch, Leute, ne? Kann man sich ein bisschen Zeit sparen. Und diese Trennen, vor allem dann auch mit der Horror of Babylon. Da, wir kommen natürlich nicht rein, haben wir keinen Schlüssel. Also muss ich das jetzt machen. Und wir kriegen hoffentlich einen Soul Heart. Komm schon, Darkbomb. Gib mir einen Soul Heart. Das war gerade ultimatives Luck. Oh Mann, die Würmer. Ja gut, die sind nicht mehr so das Problem, finde ich. Weil ich meine, du stehst einfach ein bisschen weiter weg. Da machen zwar meine Tränen nicht mehr den Schaden des Todes, aber trotzdem, Leute, trotzdem. Passt. Kriegen wir unsere Soul Heart? Nope. Schade. Ist es mir das wert? Ah, ja. Okay, das ist ein gutes Upgrade, würde ich mal sagen. Gut, und noch eine Bombe. Dead Cat nehme ich gerne. Nehme ich sehr gerne. Jetzt haben wir vor allem wieder ein volles Leben. Nicht, dass es was ausmachen würde, aber hallo. Volles Leben, Leute. Okay, ich muss jetzt auch weitergehen. Das Problem ist, wir haben merkwürdigerweise nicht mehr den Effekt. Hä, was? Wir haben doch rausgefunden, dass es bei einem Herz immer noch geht. Oder ist jetzt die logische Schlussfolgerung daraus, dass man... Nee, was? Das macht doch gar keinen Sinn. Wir haben doch letztens rausgefunden, dass man... Bei Horror of Babylon auch mit einem Herz dann sozusagen in dem Hardcore-Modus ist. Interessant. Da müssen wir auf jeden Fall mal schauen, was da jetzt genau los ist. Ich weiß es nicht. Wir kriegen hoffentlich einen Soul Heart und... Yeah! Er lohnt sich immer wieder. Er lohnt sich immer wieder. Ist einfach nur super duper. Okay, das heißt, wir sind hier fertig. Und gehen natürlich jetzt weiter. Das Secret Room, da wissen wir, wo der ist. Hier natürlich nicht. Gibt's hier irgendwas? Nein. Aber wer weiß, vielleicht kriegen wir ja noch irgendwo einen Schlüssel her. Ist ja neuerdings manchmal in Secret Rooms drinne. Danke fürs Geld, was ich nicht benutzen kann, weil ich keinen Schlüssel habe. Okay. Passt soweit. Wir gehen also weiter.
Was halt auch cool ist, ist, dass der Dämonen-Diener-Boy halt auch jetzt darüber gehen kann, das Herz holen und dann bei mir das ablegen kann. Ja, genau, also ziemlich nützlich, muss man schon sagen. Wie viel haben wir noch Zeit? 9 Minuten, wir sind in Katakomben 1. Ho. Was ist unser Zeitlimit überhaupt? Man weiß es nicht, ich werde jetzt auf jeden Fall natürlich ein bisschen hasten. Los. Okay, nichts, sehr gut, dann gehen wir einfach weiter. Und darunter, ich will so schnell wie möglich bei einem Deal mit dem Teufel mein rotes Herz loswerden, weil ich will natürlich Perma Dings haben. Klar. Ist ja logisch. So, hier ist ein bisschen lästiger Raum. Solange sie nicht schießen, bin ich zu. Habe ich mich raus teleportiert? Nein, aber wir spielen zum ersten Mal hier gegen Krampus. Okay, das ist sehr interessant. Jetzt bin ich saugespannt. Weil der Effekt, den das Item, was er droppt, bringt, ist. Also the Coal, dass sie umso weiter unsere Tränen weg sind, umso mehr machen sie Schaden. Oh mein Gott, haben wir jetzt wirklich dann gleichbleibende Tränen? Oder wie sieht das aus? Da bin ich jetzt mal gespannt. Head of Krampus, okay. Also ein Item nochmal zusätzlich. Und the Coal. The Lump of Coal. Die vibrieren, oder? Okay, also der Effekt ist anscheinend stärker. Von dem, was kleiner werdenden Item. Aber ich frage mich, ob das jetzt ein Damage Down sogar war. Weil nahe Tiere sollten ja dann eigentlich schwächer sein. Wer weiß. Also, falls ihr es nicht wisst, der Effekt von dem Item war früher, dass umso länger ein Item quasi auf dem Bildschirm war, also umso länger es fliegt im Endeffekt, ja, umso mehr hat es Schaden gemacht. Also ein Item, ein Schuss meine ich natürlich. Sorry, Leute. Sorry. Ah, Fliegen, Boys. Was? Oh, man geht doch nicht immer so schnell down. Da nehme ich immer nur unnötigen Schaden. Und ich hasse diese schwarzen Spinnen. Die sind so lästig, weil die sind auch noch. Ey, Leute. Ist aber nicht euer Ernst, gell? Ich nehme jetzt hier nicht so viel Schaden. Also ich kann mir vorstellen, dass es wirklich sogar ein Downgrade war, was unser Damage anbelangt, weil es ist halt so, dass jetzt wahrscheinlich nahe Tiers auch weniger Schaden machen. Weil ich hatte so in Erinnerung, dass die nahen Tränen im alten Spiel eben kleiner waren als normalerweise. Oh. Nein. Vielleicht kriegen wir ein gutes Item. Was war denn das? Was waren das jetzt nochmal? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich nehme es mal. Und wir haben 3 Cent bekommen. Aber ich weiß nicht, was es anders bringt. Full Health. Okay. Gut, dann wissen wir jetzt, was das bringt. Interessant. Das Problem ist, wenn wir jetzt halt in den Bossraum gehen und wir haben nicht noch das dritte Spirit Heart, dann können wir kein Trade eingehen. Zumindest nicht mit Soul Hearts. Und das war vermutlich das Dümmste, was passieren konnte. Dass ich mit Greed jetzt zusammen in den Raum reinkomme. Okay, hier nochmal die fette Fliege. Kein Thema. Zack. Spirit Heart, das hat sich natürlich jetzt, hat sich wirklich gelohnt. Und ich muss jetzt wirklich nochmal zurück. Sorry, Leute, ich muss zurück. Danke, das Soul Heart, ey, geil. Gibt es uns immer Soul Hearts. Fast schon so wie The Nail. Plus, das ist die Karte hier noch revealed. Und manchmal halt auch andere Sachen droppt. Und das hätte ich natürlich gerne. Was ist hier? 2 Kisten, die ich aber nicht benutzen werde, weil ich brauche den Schlüssel noch. Und da sind wieder Greedheads, meine Lieblingsgegner. Ich liebe euch. So. Jetzt kriegen wir My Reflection. Will ich das haben? Das ist jetzt interessant. Wir nehmen es auf jeden Fall, einfach nur um Spaß zu haben. Okay, also ich glaube nicht, dass es uns jetzt wirklich so viel abtut. Und auch nicht so viel bringt. Das ist wahrscheinlich eher so neutral jetzt in dem Fall. Aber mich wundert es ein bisschen mit dem Charcoal, also mit dem Lump of Coal, beziehungsweise mit dieser Krankheit. Das ist auf jeden Fall interessant. Und was ist das für ein Go-Boy? Hatte ich den schon mal? Haben wir den schon mal? Ich glaube, einmal hatten wir den. Genau, aber ich glaube, der ist gar nicht. Oh, ich nehme alles zurück. Ich nehme alles zurück. Ich glaube, so eine große Sache ist der gar nicht. Ist der gar nicht. Ist der gar nicht. Fällt dir ein, Boy? Oh man, der macht so auch klar, natürlich. Okay. Fliegt nochmal ein bisschen rum. Genau, macht das noch weiterhin. Und down. Okay, kein Schaden genommen. Das heißt, Pension Boy, Geld, nicht so günstig, aber meine Güte. Also günstig schon, wir haben das kostenlos bekommen. Was? Ein leerer Raum? Ist es jetzt, weil wir Krampus besiegt haben? Hey, das macht jetzt aber nicht ganz so viel Sinn. Okay. Okay, wir sind in The Depths 1. Wie viel haben wir Zeit? Noch 7 Minuten. Wenn das Gold 20 Minuten ist. Und ich nehme an, das ist... Oh, 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 oh. Ich
nehme an, dass es 20 Minuten ist, weil es hört sich gut an, weil es sind ja diese sechs, Level sozusagen revealed auf diese, in dieser Zeitleiste da, wenn man immer zwischen Floors switcht. Und ich nehme einfach an, dass man es wohl in, dass man halt Mom besiegen muss. Könnte aber auch Satan sein, ich weiß nicht. Ich habe nicht darauf geachtet, ob das sich verlängert mit dieser Uhr. Und da ist 20 Minuten wahrscheinlich auch kürzer, geht es nicht. Also da müsste es ja wirklich Hardcore-Speedrun mit Dr. Fetus oder so. Oh, das ist eine Pille. Da will ich doch mal reinschauen. Und es ist Luck Up. Wirklich? Naja, egal. Ich weiß nicht, ich spiele gerade schon wieder so noobig. Ich werde übertrieben von den Starts gecarried. Das wird sich ändern, Leute. Das wird sich auf jeden Fall über die Zeit ändern. Außerdem ist gerade schon wieder spät. Ich nehme natürlich schon wieder spät auf. Das nehme ich jetzt einfach ganz gediegen hier als Ausrede. Passt. Ihr seid natürlich dazu aufgerufen, es besser zu machen. Ich habe ja hier die Seed gegeben. Also schaut auf jeden Fall, dass ihr da mitzockt. Wäre natürlich auch witzig, wenn ihr einfach dann die Seed nehmt und während ich hier zocke quasi dann mitspielt. Das wäre auch witzig. Würde ich mir zumindest witzig vorstellen. Und was ist hier? Mein Lieblingsraum. Nutzlos, Leben verloren, dann vielleicht noch einen Spinnschaden genommen. Nein, aber wir kriegen eine Tarotkarte. The Hanged Man gibt uns Flug. Wieso haben wir gerade Geld gekriegt? Ist das der Effekt von dem Sparschwein? Oh oh, ganz ruhig. Ganz ruhig, Boy. Ganz ruhig. Ja. Und der spawnt die Viecher? Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ja, ist natürlich wieder so ein richtig geiler Raum, wo du entweder Glück hast oder so richtig versagst. Oh. Die Wirbelsäulen-Ausrenker-Boys sind natürlich sehr gefährliche Gegner, sehr gefürchtete auch. Ich will jetzt eigentlich ganz gerne hier noch einen Schlüssel haben, ne? Das wäre schon so mein Ziel. Oh, falsche Richtung. Ja, das wird sehr viel Backtracking. Wir sind nur in der Depths 1. Das wird schon vermutlich knapp, wenn es 20 Minuten sind. Ich muss dann vermutlich rushen. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt zum Item Room zurückgehen kann, falls es wirklich so ist. Oh, Brimstone-Wandspinnen. Okay, Schlüssel. Ja, ich gehe jetzt nochmal ganz kurz backtracken und selbst wenn wir es nicht schaffen bis 20 Minuten, dann wissen wir zumindest, dass es 20 Minuten sind, falls wir es nicht schaffen. Das ist... Oh, ich habe noch 4 Minuten. Der Bossfight wird wahrscheinlich eine Minute dauern. 3 Minuten für... Also ich meine jetzt der Momfight. Das sieht schlecht... Oh mein Gott, es hat sich gelohnt. Pyromaniac. Warte mal, ist das nicht dieses Explosiv? Ach genau, jetzt sind unsere Bomben gebufft. Also ist auch witzig, aber ich habe gerade gedacht, das wäre Sacred Heart. Das wäre ziemlich geil gewesen. Ja, aber es hätte mich auch ein bisschen gewundert, weil das Item ist verdammt selten im letzten... Also im Vorgänger. Und vermutlich genauso selten, beziehungsweise noch seltener in dem Spiel. Kann ich das knicken? Ich meine... Ja, sehr kritisch. Weil ich meine, wenn es dann halt ein kurzer Run ist, dann haben wir wenigstens noch mal eine Challenge. Haben wir Platz noch für eine Challenge. Das wäre natürlich auch cool. Wer weiß. Die Frage ist momentan bei mir gerade auch, ob es sich lohnt, in den Shop zu gehen. Weil da kriege ich halt vermutlich ein Damage ab oder irgendwas. Und dann kann ich schneller gegen Mom fighten. Also ich bin noch nicht so der Speedrunner, was das Spiel angeht. Und ich habe auch keine Schlüssel. Also ich passe auch irgendwie anscheinend nicht auf. Stark, ey. Natürlich, die Hände mal wieder, ne? Okay. Kein Thema. Eine Batterie. Nein, das war dieses Algis. Was hat es gebracht? Was hat es gebracht, dieses Algis-Ding? Ich setze es einfach mal ein. Ja, sieht natürlich schick aus und so. Ich hätte vermutlich jetzt sogar die Aufladung für diese Wahrsagereikugel da aufheben sollen, weil dann hätte ich mich auf dem nächsten Floor direkt besser zurechtfinden können. Okay, wir nehmen uns a Pony, damit können wir fliegen. Gute Sache. Und sehen zu, dass wir jetzt hier möglichst in Necropolis sind. Also das ist auf jeden Fall das. Jetzt ist es abhängig davon, wie schnell wir den Boss finden. Ich weiß immer noch nicht, was diese Gegner machen. 17 Uhr. Was für 17 Uhr? 17 Minuten und irgendwas. Es ist möglich. Es ist möglich, es in 20 Minuten zu schaffen. Okay, die Charter-Tag sollte man ja auch mal einsetzen. Dann seht ihr das vielleicht auch mal. Danke.
Sol hat sehr gebraucht. Sehr gut. Okay. Passt. Weiter geht's. Oh, kann ich den Bossraum einfach kommen? Ich bin wahrscheinlich in die vollkommen falsche Richtung gegangen. Kann alles sein. Okay. Ich meine, ich könnte mich auch einfach raussprengen, ne? So ist ja nicht. Okay, kein Thema. Weiter geht's. Oh, wir haben aber so viel schwere Räume hier. Necropolis kommt noch dazu. Ist auch noch die schwere Variante hier. Ah, kritisch. Kritisch. Okay. Oh mein Gott, Bossraum. Noch eine Minute. Scheiße. Komm schon, komm schon, komm schon. Ist mir jetzt egal, wie viel Schaden ich nehme. Ich will sehen, was da in dieser Sand-Ding ist. Scheiße. Wie viel habe ich noch Zeit? Nein! Komm schon, komm schon, komm schon! Ja! 19:40! Also ich schätze wirklich, dass es 20 Minuten sind. Es liegt auch, glaube ich, auf der Hand. Oh, Wiggleworm, Bomben. Was ist das? The Moon. Oh mein Gott, wir können uns raus teleportieren. Mal ganz kurz schauen, wie das mit dem Wiggleworm aussieht. Ja, ich meine, das ist kein gutes Upgrade. Ich lasse es einfach mal sein. Wir brauchen kein Wiggleworm. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern das Ding da sein wird noch, wenn wir hier nochmal reinkommen. Tears Up ist natürlich schön. Deswegen gehe ich jetzt einfach hier rein. Also direkt in den Raum. Und wir schauen uns das mal hier gemeinsam an. Ich war noch nicht drin. Ich habe mir das für euch aufgehoben. Und Items. Oh. Was ist denn das? Ist das das Set Onion? Oder... Aber mit Kakao haben wir dann Megatiers. Also, oder können wir alles? Ich hatte schon mal so ein Entscheidungsding, als ich das Item. Ja, okay. Hat mir ja auch jemand geschrieben. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Aber unser Schaden ist gar nicht so stark. Das wird schwer. Drei so Bosse besiegen. Ist auf jeden Fall keine einfache Sache. Was? Oh oh. Oh oh. Ich muss auf jeden Fall das Viech zuerst ausschalten. Ich kenne den Boss. Ja. Hm. Und das größte Problem an dem ist, dass er diese Scheiße spawnt. Genau die. Und mit der habe ich eigentlich nur sehr ungern was zu tun. Die ist dann doch schon eher relativ lästig. Ich glaube, der hat eine zweite Phase. Ah, er ist in der zweiten Phase. Okay, gut. Oh oh, Spinne, die man nicht sieht, weil es so dunkel ist in dem Raum. Nein! Was? What a horrible night? Achso, stimmt ja, wir sind ja noch im Horror of Babylon-Modus. Ach du Scheiße, wie wir den geone-shottet haben. Da kriege ich hier keine Leben oder so. Okay, ich glaube, ich sollte einfach so schießen. Okay. Lass mich in Frieden. Okay, der hat beide Augen raus. Das Gute ist, der Raum ist so fett. Das heißt, das kümmert mich eigentlich relativ wenig. Oder sollte es mich das fliegen? Blinken rot. Wo sind die Leben, Leute? Das ist doch nicht zu machen. Ach du Scheiße. Was würde ich jetzt geben für Spectre Tears? Och nein. Oh, Mist. Ach, ich habe ja noch The Dead Cat. Aber es ist zu Ende, oder? Mhm. Aber wir haben immer noch die Tears, oder? Okay, also da ist es anscheinend ziemlich harte Sache. Ich weiß ja auch nicht, ob wir dafür gut genug gewappnet waren. Ich teleportiere mich jetzt einfach mal raus und wir tun das Ganze hier als normalen Run ein bisschen fortsetzen. Das heißt natürlich, dass wir jetzt in den Shop gehen, weil nachdem wir gestorben sind, klar, weil ist ja klar, sonst sind unsere Chancen hier überhaupt Satan oder so mal zu besiegen schon relativ schwach. Weil so mit ohne Leben ist vielleicht nicht so gut. Ich frage mich, wie viele Bosse dann da auch dann vorkommen. Hm. Interessant. Also finde ich cool, dass es so einen neuen Modus gibt. Oder was auch immer, wie wir es nennen sollen.
Man muss auswählen. Und was ist denn das? Das sieht aus wie ein... Ach, das war doch Mom's Perfume oder so. Vier Shot. Genau. Also haben wir jetzt quasi diesen Dark Matter Effekt. Aber anscheinend auf jeden Ball. Ah ne, ich glaube, das sieht bloß so aus, als wäre das auf jeder Träne. Aber es ist nicht unbedingt auf jeder Träne. Hm. Müssen wir auf jeden Fall mal rausfinden. Aber sieht zumindest so aus, als würde es echt jedes Mal funktionieren. Geil. Gib uns Spirit Heart. Schade. Aber man kann nicht alles haben. War da nicht noch irgendwie eine Speed Down? Okay. I found Pills. Okay, das ist ja auch nicht so schlimm. Die Frage ist, ob wir Unverwundbarkeit nutzen können, um da reinzugehen. Ist es mir ein Leben wert? Okay, es hat funktioniert. Oh mein Gott. Genius. Leben. Solat. Yep. Und nochmal Solat. Yep. Ja, wenn das sich mal nicht gelohnt hat, Leute. Wenn das sich mal nicht gelohnt hat, dann weiß ich auch nicht. Okay, passt. Und hier nochmal ein bisschen Fistler, aber kein Problem. Aber sehr geil auch, dass man sich da zwischen vier Items dann noch mal entscheiden kann. Ich meine, wenn man das Ganze in 20 Minuten schafft, ist man, denke ich, generell schon relativ stark. Also, dann nochmal hier ein Item bekommen, was man sich aussuchen kann. Cool. Ich meine, ich hätte vermutlich diese Zwiebel nehmen sollen. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt die normale Set Onion ist oder die einfach nur ein bisschen anders aussah oder ob das wirklich ein neues Item ist. Wenn das der Fall ist und das ein neues Item ist, dann schreibt es mir bitte. Dann muss ich das auf jeden Fall das nächste Mal nehmen. Ist ja logisch, ne? So, wir haben den Schlüssel. Und ich glaube, wir donaten jetzt erstmal fett. Bis ich bei 15 bin ungefähr. Oder bis die Maschine stoppt. Oh mein Gott, wir kriegen das 100er Upgrade, Leute. Ey, Shop Upgrade Level 2. Okay, ich nehme an, dass wir jetzt einen weiteren Slot im Store haben. Ich frage mich, ob das sich jetzt direkt auch auf den Run auswirkt. Ich wage es zu bezweifeln. Wo war der Shop? Oben anscheinend. Hier war der Boss Battle Room. Mit einer Kiste. Lohnt sich vermutlich nicht. Wir gehen einfach mal zum Shop. La-di-da-di-da, la-di-da-di-da. Und kriegen direkt ein neues Item. Was ist das? Starter Deck, Extra Card Room. Okay, und dann The Lovers. Kann man jetzt für gut befinden, muss man aber nicht. Ich werde aber trotzdem was machen. Wir waren im Item Room, hoffe ich. Ja. Yep. Ich werde jetzt nur ganz kurz hier rund... Achso, hier kann ich ja gar nicht durch. Haben wir ja nicht frei gebombt. Wo war denn jetzt mal das mit der Donation Machine? Ich glaube, es war unten. Also gehe ich da mal ganz kurz hin. Erstmal, hier gibt es ein Herz für dich. Ah, es lohnt sich immer wieder. Es lohnt sich immer wieder mit dem Guten. So, hier war, glaube ich, die Donation Machine. Genau. Dann setzen wir mal kurz die Lovers ein und ein Herz Schaden. Wir sind jetzt wieder im Horror Puppet. Oh mein Gott. Naja, ich habe trotzdem damit erreicht, was ich wollte, also das ist in Ordnung. So, wir können das auch nochmal kurz hochjagen, vielleicht kriegen wir ja nochmal einen Soul Hatter durch. Nein, 5 Münzen für eine Bombe ist aber trotzdem okay. Okay, dann auf geht's nach oben. Unser Pony gibt uns natürlich hier wunderbar den Flugeffekt. Und schaut euch das mal an. Schaut euch das an, Leute. Mit Wiggleworm. Okay, das bringt halt überhaupt nichts. Zumindest habe ich das Gefühl, dass es wirklich nichts bringt. Deswegen nehmen wir einfach dieses Faith ab. Ich glaube, das bringt uns zumindest eine höhere Chance, dass wir Spirit Hearts droppen. Was ja an sich ganz nett ist, nicht wahr? Okay, wir sind, glaube ich, immer noch im Horror of Babylon-Modus. Was vom halben Herz herkommt. Also anscheinend haben sie es doch nicht geändert. Oder so. Ich bin mir da noch nicht ganz sicher. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, was diese gelbe Flüssigkeit hier sein soll. Ob das jetzt wirklich Pipi ist oder ob das irgendwelche Eiter ist. Aber ich glaube, ich frage erst gar nicht, weil im Krankenkopf von Edmund gehen bestimmt einige Sachen schief. Okay, hier, die gehen auch irgendwie gar kein Problem. Gehen einfach alle down. Oh, da sage ich nie nein. Nein, da sage ich nicht nein. Wie soll ich da bitte schön nein sagen, Leute? Ach du Scheiße, was haben wir denn für einen kranken Schaden? Also ich glaube, wenn ich jetzt in den Raum reingekommen wäre, dann hätte ich es bestimmt geschafft. Ungeachtet, dass ich nicht weiß, was da noch alles kommt, aber ich stelle mir das halt so vor. Was ist nochmal jetzt diese gelbe Tier? Ist es jetzt Gift oder? Nee, wir haben ja gar kein Gift. Was ist es denn jetzt, dieses Gelbe? Ach, das ist Feuer oder was?
Also bringt das jetzt wirklich einen Pyro-Effekt? Weil ich meine, die Bomben wissen wir ja, bringen Pyro-Effekt, aber... Ha. Interessant. Aber hier ist, glaube ich, sowieso nicht mehr so viel zu holen. In, im Womb, oder sind wir im Utero? Ja, wir sind im Utero. Also von dem her, glaube ich, werde ich das Ganze jetzt auch hier lassen. Wir gehen einfach jetzt schnellstmöglich zum Boss. Haben dann halt vielleicht ausnahmsweise mal einen kürzeren Run, weil ich meine, ich habe ja quasi drauf hingespeedet. Ich glaube, das werde ich jetzt auch öfters machen, weil ich will ja hier alles 100% spielen und möglichst schnell alle Items euch hier zeigen, beziehungsweise dann halt auch einsetzen. Dementsprechend macht es vielleicht Sinn, wenn man halt auch alles schafft. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass man da was freischaltet. Okay, Turrets, ein weißer Turret. Oh, der droppt einen Eternal Heart. Das ist natürlich sehr fett. Nehmen wir mal mit, weil ich glaube nicht, dass wir jetzt wirklich alle Soul Hearts hier verlieren. Das wäre ziemlich lame. Wow, die haben eine gute Range. Anders als ich. Anders als ich, haben die eine gute Range. Und ich finde es so geil, dass man so fette Tiers bekommen kann. Das feiere ich wirklich. So, Spirit Hearts, danke, wir gehen da rein. Und eine Library. Okay, Anarchist Kochbuch, Erzheim. Kochbuch ist natürlich eine schöne Sache. Pony ist natürlich auch eine schöne Sache. Aber ich denke, es ist besser als rumspringen. Wir können zwar nicht über Gegner drüber springen und somit ausweichen, aber wir können einfach drüber, also drüber fliegen nicht. Das wäre ja auch ziemlich overpowered. Aber wir können anders, wir können halt über Abgründe fliegen, über Steine fliegen und einfach schneller fliegen. Das ist keine schlechte Sache. Augen! Ah! Kann man nur sagen. Ha! Augen, Schuh und durch. Das war schon wieder fast gut. Macht ja auch nichts. Ah, ich habe mich echt noch nicht daran gewöhnt an die Champions. Man sollte glauben, man hätte sich daran gewöhnt, aber man hat es einfach nicht. Okay. Crazy Fire Rate, einfach wegen Kakao. Klar. Und ich habe wirklich heute, ich habe es einfach wirklich im Gefühl heute, den Bossraum zu finden. Echt gar kein Problem. Und halbe Lokis sind natürlich doppelt so effektiv wie einzelne Lokis. Ich weiß gar nicht, warum es dann den normalen Loki noch gibt, weil ich meine, die haben die gleichen Attacken wirklich, außer halt, dass sie keine Bomben fliegen, sondern diese Tomatenfliegen halt spawnen. Und ich glaube, ich sollte echt mal meine Bomben mehr benutzen. Die brennen ja jetzt, ne? Das sind ja diese Pyrobombs. Okay, und wir haben Lokis Horns freigeschaltet. Vermutlich dadurch, dass wir jetzt auch diesen geteilten Loki besiegt haben. Magic Scarp, mal sehen, ob wir es eintauschen können. Das können wir tatsächlich und ich werde es direkt gegen beide Items eintauschen. The Mark und Pentagram. Und ja, ne? Ich glaube, ich muss jetzt nicht mehr sagen, dass wir Max Damage, also ich glaube, es gibt kein Max Damage erreicht haben. Aber ich glaube, ich muss nicht sagen, dass diese Tiers Schaden machen. Ja, relativ guten Schaden machen. Also ich wäre so schon wirklich sehr überrascht, wenn ich Bosse nicht mit einem nahen, voll aufgeladenen Schuss one-hitten würde. Wäre ich wirklich überrascht. Jetzt brauche ich nur noch Piercing-Shots oder so. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, Leute. Was ist denn los mit dem? Eden halt einfach broken. Ja, ich glaube nicht, dass er overpowered ist. Also er wird es manchmal sein bei manchen Runs, aber ich glaube nicht, dass er jetzt wirklich so... Also er ist schon, denke ich, balanced. Im Sinne von, es gibt schlechte und gute Runs. Okay. So, gib mir bitte ein Soul Heart. Nein? Okay, dann halt nicht. Ach, ich hasse euch. Geht nach Hause. Okay. Passt. Oh, danke. Bomben, die ich sowieso nicht benutze, merkwürdigerweise. Und bei dem weiß ich auch noch nicht, was er bringt. Also irgendwie schwächster Gegner oder so. Mal schauen, ob wir uns hier reinbomben können. Nope. Nope. Und ist jetzt hier der Bossfight, der Bossraum oder nicht? Wir werden es gleich herausfinden. Okay. Hä, was machen wir wirklich? Wenig Schaden? Dann muss es echt, also dann muss es wirklich an Lump of Coal liegen. Also dann hat das vermutlich unseren Run ein bisschen ruiniert, das Item. Weil anders kann ich mir das echt nicht erklären. Wir haben The Mark, wir haben Pentagram,
Wir haben dieses verstärkende Item hier, also diese großen Tiers. Dann lade ich auch noch meine Schüsse auf mit Kakao. Also das kann mir wirklich keiner erzählen, dass das nicht overpowered sein müsste. Aber ich schätze, dadurch, dass wir nah die Gegner treffen, macht das Lump of Coal wahrscheinlich, reduziert es den Schaden enorm. Das kann ich mir vorstellen. Okay, wir können natürlich auch einfach hier sowas machen. Oh, schon wieder. Hey Leute, was los? Ich finde die Bossräume hier gerade ohne Probleme. Und ich werde jetzt einfach mal ganz kurz hier hoffen, dass ich noch ein schönes Leben-Upgrade bekomme. Ja. Nochmal. Auf geht's. Schlüssel, nicht schlecht, nicht schlecht. Das kennst du noch besser. Ja. Jetzt. Komm schon, du wirst doch jetzt wohl... Okay, was ist das? Die Blue Map. Das haben wir doch freigeschaltet letztens. Secrets. Und es zeigt uns die Secret Rooms an. Okay, das ist durchaus interessant. Ich wäre jetzt... Nee, das geht mir echt nicht rein, das Risiko. Ich werde jetzt hier erstmal in dem Raum Schaden nehmen, weil ich glaube, es ist unvermeidbar. Oder ist es das vielleicht nicht? Oh, ich habe mich gut angestellt. Ausnahmsweise mal. Gurglings kennen wir ja die Viecher. Gar kein Thema. Hier werde ich jetzt erstmal ganz kurz natürlich nach dem Secret Room Ausschau halten. Ich frage mich, ob die Blue Map auch noch den Rest zeigt oder wirklich nur die Secrets. Oh mein Gott, wirklich? Ich bin schon wieder bei einem halben Herz. Muss ich jetzt auf Herzsuche gehen oder was? Ich ruiniere das hier gerade voll. Ich ruiniere das. Wir haben voll den Broken Run. Okay, Herz, bitte Spirit Heart. Danke sehr. Wir haben schon wieder irgendwie 38 Kohle. Juckt halt einfach nicht. Okay. Nochmal eine Möglichkeit, hier unseren Schaden zu testen. Ja, ist gut, aber nicht so irgendwie übertrieben. Wie ich es eigentlich erwartet hätte. Ach du Scheiße. Schaut euch diese Tränen an. Es ist einfach nur so übertrieben groß. Und wir haben auch noch sau viele Tiereffekte drauf. Von dem her. Ha. Ich glaube, ich suche jetzt gerade echt noch. Wo ist der Shop? Wo ist er? Gehen wir mal ganz kurz hier oben hin. Und halten mal Ausschau, ob wir hier vielleicht noch was finden. Ich hoffe, dass jetzt. Okay, ich glaube, ich habe mich ein bisschen vertan. Vielleicht hier. Was? Aber da ist doch das Secret Room, oder? Täusche ich mich. Ah, ne, da oben muss man es einsetzen. Ein Eternal Heart. Ja, wunderbar. Das werden wir dann natürlich, ist das Womp 2? Komme ich da noch raus? Ah, ich weiß gerade nicht, ob ich da noch rauskomme aus dem Raum. Ich glaube, wir müssen ganz kurz nach dem Shop schauen. Ach, es gibt ja gar keinen Shop. Was laber ich denn? Was laber ich denn schon wieder? Ach, das ist die Batterie. Okay, dann wissen wir das jetzt auch, was das für ein Zeichen ist. Ich glaube, ich werde mich noch ein bisschen umschauen. Es macht, denke ich, jetzt nicht wirklich den Unterschied, ob ich mit 6 Leben dahin komme oder mit 7. Aber es macht den Unterschied, ob ich mit Soul Hearts ankomme oder nicht. Ja, komm. Juckt jetzt auch nicht. Fistula ist ja, denke ich, jetzt noch kein Problem. Oder nicht mehr ein Problem. Also, sieht gut aus. Das ist der zweite Boss. Loki. Kassiert auch gut. Okay, ich glaube, ich werde wirklich kein Lump of Coal und das andere merkwürdige Items als Combo nehmen. Auch wenn wir Schaden machen und große Tränen haben, ja, der wird einfach verringert. Das ist, glaube ich, einfach. Okay, kein Soul Heart dieses Mal. Ich weiß nicht. Okay, das war jetzt gerade ungünstig, weil ich glaube, jetzt ist der Effekt vorbei, oder? Ja, tatsächlich. Also es ist doch nicht bei einem Herz, sondern bei einem halben Herz. War hier irgendwas Gutes drin? Ich glaube nicht. Deswegen lassen wir das mal. Was ist hier? Oh, Arcade. Oh, wow, wow. Da kann ich nochmal spielen. Gut, gut. Oh, wir können hier wieder donaten. Sehr geil. Dann machen wir vielleicht gleich den nächsten Level. Ich schätze mal, bei 150 ist der. Oder bei 200. Ja, dann wahrscheinlich bei 200. Machen wir einfach mal hier voll. Und dann gehe ich noch in den Whore of Babylon Zustand.
Genau. Einfach mal, damit wir hier die Donations voll bekommen, ist ja klar. Ich will ja mal einen guten Shop haben. Ja, dann kann man das jetzt auch noch voll ins reinmachen. Und anscheinend kann man hier in der Arcade wirklich alles reinhauen. Oder gehen einfach manche gar nicht kaputt. Ah doch, hier bei einer Münze. Sehr cool. Und stimmt ja, das macht ja jetzt ein ganzes Leben. Habe ich gar nicht dran gedacht. Aber ich habe es mir gerade wieder ins Gedächtnis gerufen. Und deswegen kann ich auch gar nicht in den Horror of Babylon Zustand kommen. Shit. Das ist natürlich ungünstig. Vielleicht kann mir der Raum hier nochmal aushelfen. Ich glaube, also so ein halbes Herz wird schon Wunder wirken. So ein halbes Soul Heart oder so. Aber leider nein. Ha, was machen wir denn jetzt? Was machen wir denn jetzt? Also da vielleicht reingehen, klar, aber... Weil das so den Mums Heart Bossfight zu schaffen, ohne Leben zu verlieren, ist schon ziemlich kritisch. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das schaffe. Oh, das wird jetzt gerade meinen ganzen Skill, den ich bis jetzt aufgebaut habe, abverlangen. Oh mein Gott. Ganz ruhig. Ja. Genau. Egal, wir versuchen es direkt nochmal. Und zwar so lange, bis ich natürlich dann keine Wahl mehr habe. Diese Augen sind echt das Problem. Ja gut, und natürlich der neue Boss. Okay, das ist ja noch einigermaßen chillig. Und ich weiß echt nicht, wie ich das Ganze zu werten habe mit dem Bossfight. Du Scheiße. Beruhig dich doch, Mom. Also diesen Wellen immer auszuweichen ist echt eine Qual. Das ist echt verdammt hart, finde ich. Vor allem, das wird ja auch irgendwie immer schwerer oder so. Und ich weiß auch nicht. Manchmal dreht sich das rechts. Oh Mann, jetzt war es aber auch so knapp. Komm schon, das schaffen wir. Hau rein jetzt. Los, ihn, zeig, was du drauf hast. Okay, sie ist in der Mitte. Das ist schon mal gut. Glaube ich zumindest. Habe ich so gehört. Ein Hoch darauf, dass wir langsam laufen können. Ach Mann. Ich kann es nicht anders machen. Ich könnte in den Curse Room hier nochmal eine Chance riskieren oder so, vielleicht auf Soul Hearts. Aber dann verliere ich halt nochmal einen Versuch, den ich hier habe. Und ich meine, es ist möglich. Logischerweise. Wieso spawnen die dann immer nochmal oben? Das finde ich voll merkwürdig. Okay, mal sehen. Oh Mann. Oh mein Gott, ich kann es schaffen. Ja! Wir haben es geschafft. Und Achievements bekommen. Glitch Boy und Everything is Terrible. Aber kein Satan-Bossfight. Und ich glaube, das war jetzt gerade nochmal ordentlich spannend. Also ich habe ehrlich gesagt schon ein bisschen dran gezweifelt, dass ich das schaffe. Aber schaut euch diese Tränen an, wenn das mal nicht geil ist. Eden kann also schon was leisten. Wir haben gelernt, Kohle und diese merkwürdige Krankheit, die ich nicht aussprechen kann, vertragen sich nicht gut und ich denke, wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Part, weil da geht, ich weiß nicht, Challenge oder nicht? Schreibt doch einfach mal, ob ihr Challenges sehen wollt. Was zur Hölle?